Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, als Kind immer von Musik umgeben war. Also zu Hause, wir hatten ganz viele Geigen, mein Papa spielt selber Geige, deswegen gab es zu Hause verschiedene Geigen und ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber er hatte auch verschiedene Größen, also es gab auch ganz kleine und auch im Flur überall hingen so mikroskopisch kleine Geigen, die dann irgendwie nur als Dekoration da waren. Und es gab immer viel Musik im Haus, da mein Papa auch zu Hause unterrichtet hat. Und dann habe ich immer Musik gehört eigentlich. Wie hast du diese Allgegenwärtigkeit von Geigen empfunden oder von Musik? Das war was ganz Normales. Das war auch irgendwie nicht wegzudenken. Also oben stand der Flügel, wir haben einen Musikraum gehabt, wo oben der Flügel stand und wir haben als Kinder auch Fahrradfahren dort oben gelernt, immer um den Flügel herum. Also das war ganz natürlich dort alles. Also es war mein Papa, der dann gespielt hat oder auch Schüler von ihm, die gespielt haben. Das haben wir dann als Kinder auch gehört. Aber auch sehr viel klassische Musik. Also mein Papa hat eine sehr umfangreiche CD-Sammlung und hat sich dann extra gute Boxen bauen lassen und es war eigentlich immer klassische Musik, vor allen Dingen zu Hause. Also ich weiß nur immer, dass wenn ich eine Eins in Musik haben wollte, dann musste ich immer meine Geige mitbringen und kurz was vorspielen und dann hatte ich die Eins in Musik. Das fand ich immer gut. Und auch bei irgendwelchen Feiern oder bei Neueinschulungen von neuen Schülern, da gab es auch immer so Feierlichkeiten und da musste ich dann auch immer was vorspielen. Und es gab auch zwei, drei Schulkollegen, die auch dann ein Instrument gespielt haben und mit denen habe ich mich auch nachmittags getroffen. Wir haben das einstudiert, um extra das bei den Schulveranstaltungen dann vorzutragen. Aber das mit der Einzelmusik, das hat mir am besten gefallen. Ich musste da wirklich. Man musste nichts lernen und also Noten konnte ich ja sowieso schon durch den Geigenunterricht, aber ich musste die einmal mitbringen in den Unterricht und dann was vorspielen und dann war mir die Eins sicher. Das fand ich toll. War auch meine einzige Eins. Also ich glaube, ich war erst sehr geprägt von der Musik von meinen Eltern, also mehr die klassische Musik und habe dann später dann auch so eigene Sachen für mich entdeckt, die auch viel mit Geige zu tun haben. Also ich habe dann sehr viel ja, so ungarische Musik gehört, so Musik von Robbie Lakatosch, das war so ein großes Vorbild für mich auf der weiterführenden Schule, der so frei gespielt hat, der nicht einfach nur die Noten gespielt hat, wie sie da stehen, sondern so frei drüber improvisiert hat und so. Und das fand ich toll. Und hab mich zu Hause hingesetzt und habe diese Improvisationen rausgehört, habe versucht, das nachzumachen und so zu spielen wie er. Das habe ich ganz viel gehört. Und es fing auch langsam an, dass ich mich für den Jazz interessiert habe. Wie ist das passiert? Ja, wie konnte Also das passieren? gehört Auch oder vielleicht gab so es da über, ja. einen Musiker Also oder? es war vielleicht auch der Robbie Lakatosch, der einfach mit seiner Musik in verschiedene Stile geht und der auch einfach mal in den Jazz kam und dann habe ich da was gehört und dann kam man irgendwie auf andere Musiker, die das machen. Und ich habe dann auch viel Klavierjazz gehört eigentlich. Was dann hinterher auch wieder zurückkam, als ich irgendwann mal keine Lust mehr hatte auf normalen Klavierunterricht, habe ich dann einige Zeit pausiert und dann habe ich bei einem Jazzklavierlehrer wieder angefangen. Und das hat mir wieder auch wieder neue Motivation gegeben, vielleicht auch, weil ich das damals auch dann viel gehört hatte. Ja, also ich hatte eigentlich immer Freude an der Musik. Es gab mal Phasen, wo ich so ein bisschen die Lust verloren hatte. Das hat sich dann aber ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob es ein cleverer Schachzug gewesen ist von meinem Papa. Der hat uns dann als Trio auf Veranstaltungen mitgenommen, sodass wir mal auf Hochzeiten gespielt haben oder wir haben mal beim Geburtstag gespielt und haben dann Geld dafür bekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man kann Spaß haben und gleichzeitig auch noch Geld verdienen damit. Und das war immer viel mehr Geld, als die Kollegen in der Schule als Taschengeld bekommen hatten. Und das war eine Motivation für mich, die mich vielleicht auch beim Geigespielen bis heute gehalten hat. Also ich spiele nicht nur für das Geld, aber das
ist schon toll, dass man damit auch Geld verdienen kann. Also ich war schon ab und zu vorher mal in der Musikhochschule, weil mein Lehrer da unterrichtet hat. Der hat dann, also oft bin ich zu ihm nach Hause gefahren, aber manchmal hat der Unterricht auch schon in der Musikhochschule stattgefunden. Deswegen kannte ich diese Räumlichkeiten schon. Und dann haben wir einfach drei Stücke oder zwei Stücke sehr, sehr gut vorbereitet, die dann im Rahmen der normalen Aufnahmeprüfung, also es gab einige, die ganz normal für Geige Aufnahmeprüfung gemacht haben, und am Ende kamen wahrscheinlich noch die Jungstudenten dran, die dann auch noch ihre zwei Stücke vorspielen. Und dann weiß ich noch, bin ich in diesen Raum, es gab einen großen Saal in der Musikhochschule, und dann saßen an dem Tisch die Prüfer, ich glaube keine normalen Zuhörer, sondern nur die Prüfer, und dann musste man seine Stücke vorspielen. Ja. Nee, das war eigentlich nur, ich wusste, ich muss jetzt da vorspielen und ich muss wahrscheinlich auch immer mal wieder, also immer nach jedem Semester nochmal ein Vorspiel machen, um dann da einfach weiter Unterricht zu haben. Das war das Einzige. Also, dass das irgendwie ein Studium ist, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte nur, jetzt ist der Unterricht halt da. Na gut. Also ich habe dann von 2000 bis 2007, also 7 Jahre studiert, habe 2 Abschlüsse gemacht. Das erste Studium war Instrumentalpädagogik, also Geigenunterricht in Verbindung mit Pädagogik, wie man das Geigenspielen beibringt. Das war bis 2004. Und dann noch Aufbaustudiengang Orchesterinstrumente, künstlerische Instrumentalausbildung, wo es nur wirklich um die Geige nochmal ging. Im Studium habe ich vor allen Dingen auch sehr viel Streichquartett gespielt. Das, was ich vielleicht als Kind auch schon immer bei meinem Vater gehört habe, er hat ja auch viel Quartett gespielt, habe ich dann selber auch gemacht und habe dort meine ersten Kollegen kennengelernt, die jetzt auch in meinem aktuellen Ensemble mitspielen, was sich in der Studienzeit gefunden hat. Ja, das war das erste Ensemble Streichquartett, damit haben wir dann schon Konzertreisen gemacht nach Südkorea und nach in Spanien. Und das war immer ein Highlight, wenn man im Ausland irgendwie, wenn man nicht irgendwo hinfahren musste ins Ausland, um dort Urlaub zu machen, und alles musste man selber bezahlen, sondern wir haben alles bezahlt bekommen, haben einfach schön Musik gemacht, das, was uns Spaß gemacht hat, und haben viele neue Eindrücke erlebt. Das fand ich immer besonders toll, diese Reisen mit verschiedenen Ensembles. Und dann habe ich im Studium ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also das Streichquartett gab es, dann noch mit anderen Kollegen habe ich Streichquintett gespielt, also, oder auch Sextett, also noch immer größere Besetzungen. Hatte auch viele Duos mit Klavier und Geige, mit verschiedenen Klavierspielern. Auch ein persisches Ensemble, wo wir so persische Musik gemacht haben, mit einer Sängerin. Akkordeon war da immer schon auch sehr dabei. Dann hatte ich noch ein Ensemble mit Schlagzeug und mit meinem Bruder am Kontrabass. Ja, und das hat alles irgendwie dahin geführt, dass ich jetzt aktuell in einem Ensemble spiele, wo es auch ein Akkordeon gibt, wo es auch ein Kontrabass ist, nicht mein Bruder, aber irgendwie sollte das alles dahin führen, habe ich so den Eindruck. Also mit meinem aktuellen Ensemble, mit Uwaga, musste ich vorhin auch nochmal nachlesen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Also mein Studium hat 2007 geendet und Uwaga wurde 2007 gegründet, also es war direkt nach dem Studium, wo wir dann, wo wir angefangen haben, ja, auch eigentlich erstmal Sachen zu spielen, die uns Spaß machen. Also wir haben, ich habe mehr klassische Musik und halt diese ungarische Musik mitgebracht, von meinem Robby Lakatos so ein paar Arrangements gemacht. Dann haben wir in dem Ensemble einen anderen Geiger, der mehr aus dem Jazz kam. Der hat dann Jazz mitgebracht. Unser Akkordeonist kam aus Polen und hat dann polnische Lieder noch mitgebracht. Also es war sehr bunt alles. Und ich war überhaupt nicht festgelegt auf einen Musikstil. Also es ging immer, also ich hatte immer sehr viel Freude an Musik, auch an Musik, die nicht reine Klassik war, sondern einfach so viele Showstücke, wie man jetzt auch sagen würde, auf der Geige, wo ich einfach die Möglichkeit hatte, das Publikum zu fesseln. Ich habe also auch irgendwie dann schnell gemerkt, mit welchen Stücken ist das Publikum begeisterter. Als wenn ich jetzt einfach, ich spiele irgendwie eine Mozart-Sonate, die dann auch sehr schwierig ist, und
habe mir dann die Reaktion angeguckt vom Publikum, die dann ja haben auch geklatscht, waren auch irgendwie zufrieden. Und dann spielt man einen Chardash von Monty beispielsweise und, das, und die stehen auf. Und das, dann habe ich versucht, habe ich lieber Stücke gespielt, wo ich das Publikum mehr mit begeistern konnte. Und das war dann eigentlich abseits der Klassik. Ich habe jetzt nie wirklich gesucht, ein Ensemble gesucht, bin auf die Suche gegangen nach Mitstreitern und so. Ich weiß nur unseren ersten Akkordeonisten, der dann auch, mit dem ich auch die aktuelle Gruppe gegründet habe, den habe ich im Dirigierkurs kennengelernt. In der Hochschule, wir hatten beide Dirigieren und ich habe gesehen, dass er nach dem Kurs sich ans Klavier gesetzt hat und so nett improvisiert und so. Und dann war die erste Überlegung, auch mit dem könnte ich doch auch mal irgendwie so mit Geigen und Klavier was zusammen, das würde doch vielleicht passen, habe ihn dann angesprochen. Und er kam dann mit einem Akkordeon an, auf einmal. Das wollte ich gar nicht. Was willst du denn jetzt hier mit dem Akkordeon? Setz dich doch ans Klavier, habe ich immer gesagt. Und dann haben wir es aber, hat er gesagt, nee, hier komm, wir machen mal Akkordeon und Geige. Und dann haben wir die ersten Stücke gespielt und dann habe ich gemerkt, wie toll das zusammen harmoniert, diese beiden Instrumente. Und das war so ein Aha-Erlebnis oder auch eine wichtige Weiche, das ging dann nochmal in die richtige Richtung. Also in die Richtung, wie ich heute auch Musik mache. Ja, das war auf jeden Fall wichtig, dass ich diesen Dirigierkurs besucht habe. Dirigieren kann ich nicht, aber ich habe den Kollegen da getroffen und das war das Wichtige. Also wir haben am Anfang einfach Stücke mitgebracht, die uns gefallen haben und haben wirklich die 1:1 einfach gespielt. Also wir haben noch nicht selber bearbeitet. Das kam dann erst später. Also das hat dann so eine Entwicklung gegeben, dass ich noch mit anderen Ensembles, auch noch mit Komponisten zusammengearbeitet habe, die dann Stücke gespielt haben. Und da kann ich mich noch genau erinnern, dann bin ich zum Christoph gegangen und habe gesagt, hier, da ist so ein Komponist, der könnte doch auch mal für Uwaga was komponieren. So eigene Stücke. Und dann hat der Christoph gesagt, ja, das können wir aber auch selbst machen. Und das war mir auch nicht so klar, dass wir das auch mal selbst machen oder mal versuchen können. Und der Christoph hat das gemacht und hat dann seine ersten Stücke mitgebracht und unser Kontrabassist auch hat einfach eigene Stücke mitgebracht und das war einfach, das war was völlig Neues und irgendwie auch toll. Und ich habe das dann erst bei den Kollegen gesehen und bin dann nach und nach auch dazu gekommen, eigene Stücke zu komponieren und Bearbeitungen zu machen. Und das ist ja das, was jetzt auch das Spielen so ausmacht eigentlich. Ja, also montags proben wir eigentlich immer mit Uwaga vormittags. Das ist eigentlich unsere feste Probe, die in Essen in der Musikhochschule stattfindet. Treffen das auch die Mitte, weil ich komme aus Düsseldorf, die Kollegen kommen noch aus Dortmund, einige aus Essen. Essen ist die Mitte und wir proben vormittags und nachmittags, Montagnachmittag nach der Probe, fahre ich dann zur Musikschule und unterrichte einige Schüler. Ja, und dann bin ich abends wieder zu Hause. Und dann, Geige dann. Bitte? Geige. Ja, ich unterrichte Geige, genau. Und dann bin ich abends zu Hause. Und dann muss man sich selber überlegen, ob man Feierabend hat oder nicht. Oder ob es noch was zu tun gibt. Es gibt immer Veranstalter, die noch schreiben, die dann noch irgendwie gerne Plakate hätten oder noch irgendwie CDs oder Fotomaterial. Das kann man dann abends noch vom Computer verschicken. Oder man macht sich Gedanken über neue Programme oder über die nächste CD. Planung oder man plant Termine, wie man zum nächsten Konzert kommt, mit welcher Bahn fahren wir, muss noch Tickets buchen. Also da gibt es ganz viel zu tun, immer. Ne? Wer hat sich denn jetzt darum gekümmert? Keiner. Keiner hat sich um weitere Konzerte. Dann sitzt man zu Hause, ist vielleicht auch gut, dann hat man wieder die Möglichkeit, Konzerte zu organisieren, neue Ideen zu entwickeln und dann geht's wieder los. Ne? Aber es geht immer so auf und ab und das versuchen wir so ein bisschen auszugleichen, dass wir es nicht vergessen, wenn es mal gut läuft, dass man da auch dranbleiben muss. Also wir spielen jetzt mit Uwaga seit 11 Jahren, aber es läuft nicht von alleine. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, ach, die Konzerte kommen schon, sondern man muss immer dranbleiben, sich wieder in Erinnerung rufen und das ist schon viel Arbeit. Und viele Ensembles schaffen es nicht, weil es manchmal nur einen im Ensemble gibt, der so motiviert ist und der dann immer die Veranstalter anruft und die anderen verlassen sich so ein bisschen auf den. Das ist bei uns zum Glück nicht so, sondern da ist es so, dass alle diese Energie haben und das weitermachen wollen. Und deswegen funktioniert es auch bei uns. Also ich denke immer, ich muss immer bei dieser Frage an meinen Vater denken, der gesagt hat, Junge, Musik studieren würde ich dir nicht raten.
Mach doch was, wo man Geld mit verdienen kann. Irgendwie. Oder mach doch irgendwas, studier doch Informatik oder so, hat er irgendwie gesagt. Und dann. Also man muss so ein bisschen aufpassen, man kann es, glaube ich, nicht jedem einfach so empfehlen. Also man muss schon sehen, dass man irgendwie, man braucht auch irgendwie starke Nerven in dem Beruf. Oder man muss auch andere Interessen haben, noch außer Geige zu spielen. Also wenn ich nur Geige spielen würde, dann hätte ich wahrscheinlich kein eigenes Ensemble, weil da gehört ja noch viel mehr dazu. Es gehört dazu, dass man organisiert ist, dass man weiß, wie man Rechnung schreibt und wie man die Sachen dem Finanzamt hinterher vorbereitet, oder wie man mit Veranstaltern spricht, wie man einen Pressetext schreibt, wie man mit Fotografen spricht, dass sie das vernünftig machen, oder mit einem Videoteam. Da gehört ganz viel dazu. Also auch, und immer offen zu sein und Ideen zu entwickeln. Aber auch so ein, man muss irgendwie das schaffen, einen eigenen Bereich für sich zu finden, wo vielleicht andere noch nicht sind. Und dann hat man Glück. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, die Musik studieren und die jetzt nur das Ziel haben, wie 99% der Studenten irgendwo im Orchester zu spielen. Und wenn das nicht klappt, haben sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht, was mache ich denn dann? Und dann habe ich das schon oft erlebt, dass sie dann einfach komplett was anderes machen und ein Steuerberater werden oder Fußballtrainer, Kameramann. Ich habe gerne Unterricht und unterrichte gerne. Und nicht, weil ich es nicht im Orchester geschafft habe, aber das ist so ein bisschen das Denken ist, glaube ich, da, wenn man sagt, ich unterrichte an der Musikschule irgendwie, ne? Und dann, was vielleicht dann noch höher angesehen wird, ist, wenn man Solist ist und man spielt mit Orchestern zusammen. Und das ist ja eigentlich das, was wir mit Uwaga jetzt auch machen. Wir sind sozusagen Solisten. Ich spiele also nicht mit den Düsseldorfer Symphonikern, bei den Düsseldorfer Symphonikern, sondern mit denen zusammen als Solist. Wir stellen uns davor und spielen mit denen zusammen. Ist vielleicht vom Ansehen auch nochmal. Viele sagen auch, ja, wenn wir Konzerte geben, ach so, ja, aber macht ihr das denn hauptberuflich? Könnt ihr denn überhaupt davon leben? Das wird immer ganz oft gefragt. Weil sich das viele Leute nicht vorstellen können, dass man von so einem Ensemble, wo man einfach so einen Abend ein Konzert spielt, 2 Stunden lang, dass man davon leben kann. Können sich die wenigsten vorstellen. Also die Konkurrenz ist sehr groß, wenn man überlegt, dass irgendwo im Orchester eine Stelle ausgeschrieben ist und es gibt dann, ich weiß nicht, es gibt, wie viele Bewerbungen es erstmal gibt, die schon aussortiert werden, das weiß ich nicht. Also, aber hinterher beim Probespiel sind dann 20 Leute, die um diese Stelle spielen und alle spielen dasselbe und dann liegt es so an der Tagesform vielleicht, ne? Und dann, wenn man jedes Mal nach dem Studium, wenn man sich darauf bewirbt und jedes Mal einen schlechten Tag hatte, dann kann es sein, dass man einfach nicht in diese einzelnen Runden kommt, die man dann auch überstehen darf. Und vielleicht entwickelt man da auch so eine Angst irgendwann, dass man merkt, jetzt hat es einmal nicht geklappt, aber beim zweiten Mal, ich bin immer so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Deswegen auch ganz wichtig, dass man während des Studiums schon immer viel Konzert spielt. Deshalb habe ich das auch gemacht, um einfach diese Vorspielsituation, dass das was ganz Normales ist. Ne? Nichts Besonderes mehr. Weil es gibt vielleicht auch viele, die immer nur in der Hochschule vielleicht vorspielen, wenn es dann mal wieder ein Konzert gibt und dann das nächste Konzert ist vielleicht dann, wenn sie beim Orchester vorspielen. Dann ist natürlich alles ganz anders und alles irgendwie aufregend. Ja. Also ist nicht so leicht. Ist viel Konkurrenz im Orchester. Also wir erfinden uns eigentlich immer wieder neu irgendwie. Wir haben, das finde ich auch so, das hält uns vielleicht auch immer irgendwie, lässt uns dabei bleiben, weil wir immer neue Ideen haben. Also man kann ja so viel machen. Man kann verschiedene Programme entwickeln. Also jetzt mittlerweile haben wir, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Programme, die man anbieten kann. Kommt darauf an, welcher Veranstalter das ist. Wir haben Programme, die mit Symphonieorchester zusammen funktionieren. Wir haben Programme, die mit Kammerorchester funktionieren. Wir haben auch ein Programm, was noch zusätzlich mit einem Streichquartett funktioniert. Dann gibt es Programme, die
die wir noch mit zusätzlich mit Percussion noch spielen. Ja, und da gibt es immer neue Ideen. Jetzt gibt es 2020 ist ein Beethoven-Jahr. Und da arbeiten wir gerade an einem Beethoven-Programm, um das dann zu spielen. Und das immer gucken, was passiert und neue Ideen entwickeln. Es geht immer weiter. Eltern sind, glaube ich, auch immer sehr entscheidend, dass die, also, dass man überhaupt erstmal mit Musik in Kontakt kommt. Es gibt ja auch viele Familien, wo die Kinder dann noch nie eine Geige gesehen haben und oder auch gar nicht die Möglichkeit hatten, mal sowas zu lernen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man auch schon vielleicht auch, wenn das mit der Grundschule losgeht, dass man da den Kindern zeigt, was denn alles möglich ist, was es so gibt. Ne? Also ich habe jetzt natürlich bei mir, ich habe jetzt viel Musik zu Hause gehabt, die, durch meine Eltern, die Musik war einfach da. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man verschiedene Sachen zeigt, also Musik und Medien, was kann man machen, dem Kind einfach viele Möglichkeiten geben, damit es sich hinterher entscheiden kann. Ja, einfach auch das gemeinsame Üben, das war natürlich auch immer, also wenn ich zu Hause geübt habe, dann habe ich immer, auch wenn ich alleine geübt habe, gab es immer Kommentare, habe ich dann gehört, zweiter Finger höher und dann hier Fiss! Und keine, irgendwie solche Kommentare, die man dann, ach so, ja, okay, danke. Wie spielst du das denn hier? Was ist denn für ein Fingersatz? Mach doch 1, 3, 2, ist doch viel einfacher hier in der dritten Lage. So einfache Kommentare, wo mein Vater sich da auskannte. Das hat natürlich alles sehr geholfen. Und ich weiß auch Klavier, im Klavierunterricht saß auch immer der Opa neben mir. Der hat dann immer daneben gesessen, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass ich eigentlich besser Klavier spielen kann als er. Und er kann mir da eigentlich, aber er hat da gesessen und mir irgendwie, dass ich einfach konzentrierte Arbeite vielleicht. Ne? War auch ganz wichtig, dass mein Opa mich immer zu den verschiedenen Lehrern hingefahren hat. Das war auch immer, hat immer Chauffeur gespielt, mich überall hinzubringen, weil der Geigenunterricht hat immer in Dortmund stattgefunden. Es waren dann immer eine Viertelstunde Fahrt, 20 Minuten. Hat mich immer überall hingefahren. Da gibt es so einige Punkte. Ich glaube, zum ersten Mal das war, müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube 2009, wo ich, obwohl ich schon ganz viele Ensembles hatte und immer von einer Probe zur nächsten gehetzt bin, hatte ich da wirklich mal einen Abend Langeweile, weil ich, weiß ich noch, ich saß zu Hause und dachte, oh, jetzt ist mir irgendwie langweilig. Und dann habe ich bei YouTube einfach mal reingeguckt, was es da so gibt. Und habe dann so einen Button gesehen, YouTube Symphony Orchester. Ne, das war so ein, mich da drauf klicken, dann konnte man sich bewerben als Musiker, ich habe es erst gar nicht verstanden, ich habe nur irgendwie gelesen, New York, Carnegie Hall und so, kann man da nach New York irgendwie, hat man die Möglichkeit, ist das, was ist das? Ich habe so ein bisschen mit beschäftigt und habe dann gemerkt, dass es eigentlich so ein Casting war, wo man konnte sich von der ganzen Welt bewerben, um dann ein Video hochzuladen bei YouTube, wie man selber spielt. Und das wurde von irgendwelchen Musikern, ich glaube von den Londoner Symphonikern, wurde das beurteilt. Und dann wurde ein Orchester zusammengestellt über diese Plattform YouTube, dass man erst ein Video aufnehmen musste, um sich da zu bewerben. Und ich habe schon gerne immer Videos gemacht, habe immer Kameras gekauft und irgendwelche Sachen gefilmt. Aber es war zum ersten Mal, dass ich jetzt wirklich mich damit beworben musste. Vorher waren es immer nur irgendwelche Konzertvideos und dann habe ich wirklich die Kamera hingestellt und habe dann diese Stellen, die man einspielen musste, ich glaube, ich habe die 15 Mal gespielt, habe dann zu Hause geguckt, was war die beste, hochgeladen, mich da beworben und bin dann darüber nach New York gekommen zu diesem Orchester. Und das war eigentlich, war dann von YouTube organisiert und das war toll. Das war so das erste Mal, dass die digitalen Medien mich mit Musik irgendwie weitergebracht hatten. Und dann nutzen wir das natürlich bei Uvaga jetzt auch viel, dass wir also bei Facebook und bei YouTube überall präsent sind, um Konzerte zu bewerben. Aber auch, was wir auch gemacht haben, ist sowas Crowdfunding, dass wir überlegt haben, wir wollen eine CD machen mit den Dortmunder Philharmonikern zusammen. Und das wird alles sehr teuer, aber wie machen wir das? Und
da sind wir dann auf die Idee gekommen, einfach auch Videos zu produzieren, um diese CD-Aufnahmen zu bewerben und dann über Crowdfunding das zu finanzieren. Und für Musiker, es gibt viele CDs, die so promotet werden, und wir überlegen jetzt für die nächste CD auch wieder sowas zu machen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Und ich, auch wenn es darum geht, Publikum zu den Konzerten zu bringen, hilft es manchmal mehr, eine Anzeige bei Facebook zu kaufen, die eine große Reichweite hat, als irgendwo ein Plakat hinzuhängen.